Hallo und willkommen zurück bei Kong of Let's Play, Let's Play mit Conker. Letztes Mal haben wir den Terminator besiegt und eine spannende Aktion von elektrisiertem Wasser gehabt. Und jetzt geht's weiter. Ich habe angekündigt letztes Mal in der Vorschau, dass wir auf die Schlotte gehen. Einige wissen vielleicht schon, was ich damit meine. Ich bete zu Allah. Oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Aha, $300, okay. Ich habe was Falsches gesagt, ich darf nicht sagen, sonst... Ja, ich bin auf den Kackstone. Tut mir leid. Ja, Geld. Komm her. Greedy Bastard. Who wants to be a millionaire? Me, actually. Ich will auch ein Millionär werden. Und er versinkt gleich im Heu. So fröhlich ist er. Das ist ein kleiner Fehler anscheinend hier. Und dann würde ich sagen, geht's mal hier raus. So, ich kann es jetzt schon mal sagen. Wir haben unten diesen Raum geflutet. Was passiert, wenn man einen Kellerraum mit Wasser flutet? Woher kommt das Wasser? Seht ihr diesen großen Bottich? Da war vorher viel Wasser drin. Jetzt ist... Oh, ich muss gleich niesen. Entschuldigung. Das blende ich gleich raus. Lass ich bestimmt nicht diesen Monster nicht so immer. Oh. Und die Wespen dürfen uns jetzt nicht erwischen. Wir müssen in den leeren Tank hineinspringen. Danke, du Mistvieh. Ich hasse dich auch. Danke. Wehe. So. Hab ich's mal noch geschafft, zum Glück. Wieso sind jetzt eigentlich hier Wespen? Das ist eine berechtigte Frage. Eigenartig. Ich bin ja irrtümlicherweise hier schon mal hochgeklettert, wo die Wespen. Und da hat es mich schon ausgereicht. Ha! Du Mistvieh, du kriegst mich nicht. So, noch eine Etage und dann haben wir diesen großen Stunt vor uns. Wow, guck mal, kletter. Gut. Das wäre schon mal verstanden. B-Knopf, was war B-Knopf nur? Das hier, oder? Ja. Und ein Gitter mit einem Schwanz drin sich auf. Das klingt jetzt ein bisschen falsch. Kletter hoch, oder? Und ja, das tat jetzt bestimmt nicht so gut. Danke, Tod. Ich hoffe mal, es hat's gespeichert. Jetzt soll die leben. Ja, ich fliege gerne mal auf die Fresse. Tut mir leid, Leute. Ich bin so einer, der gerne auf die Fresse fliegt. Und zwar, wo sich ein Gitter aufgeöffnet hat, ist jetzt die Stelle mit den Kisten hier. Da hat sich ein Gitter aufgetan. Ich frage mich jetzt nicht, warum sich hier unten ein Gitter auftut. Aber hier ist Geld drin. Diese Passage erinnert mich bis an Donkey Kong 64. Hey, Framerate. Sink mir nie weg hier. Oh, another wise guy. Come on, Ned. Cool. I'm gonna have that gold card before you know. Ich habe eine schwarze Karte bekommen, da passt mir erst gar nicht mal ein Gold bekommen. Und unser Leben, das wir verloren haben, haben wir so gleich wieder bekommen. So. Ha, ich hab gekonnt hier auch gekonkert. Und jetzt geht's zum Scheißhaus, zur Schlotte, wie ich angekündigt hatte, wie gesagt. Und was uns da erwarten wird, das will ich noch gar nicht so verraten. Das ist schon wieder komisch, dass das Spiel wieder absackt hier. Oh ja,
die Gasmaske wieder aufsetzen kann, was war so richtig so. Und hinein ins gute Stübchen. Aber erst Katzi. Mein Pet wird erstmal eine Runde. Also es ist Bestand geben, dass die pendelt. Spill your milk, we don't get lucky. Aber die haben gepennt, die wissen nicht, was ein rotes Eichhörnchen ist. Beetles, when you're old and poo around, f knows what for. No, really. If you watch, you want some poo? Alright, get your f***ing ass in there. There's these f***ing cows. Get them in there. Get them to crap. And I'll make you a ball of poo. And you can do what the hell you like with it. Go on your break. You still here? Oh, charming. Also, wenn ich zusammenfassen kann, die, der Professor ist auf die Idee gekommen, dass, das rote Eichhörnchen im Prinzip Conker für den Tisch geeignet ist. Die Mucke ist so cool. Und er will jetzt ihn beschaffen, von den Schergen als Smith lassen, beschaffen lassen. Und dieser Käfer hier will, dass wir Kühe zum Scheißen bringen, damit wir Kacke kriegen. Okay. Was. Man kann ihn auf die Fresse hauen, geil. Geil. So, das macht Spaß. Oh, komm, Bitch. Okay,
Mach mir keinen Scheiß, geh mir hier weiter, würde ich sagen. Wo zum Teufel sind wir gelandet? Wir sind in einer ekelhaften, ich muss gleich selber kotzen, in einer ekelhaften Kanalisation. Und hier höre ich irgendwo Geld. Mach kein Mist, Kumpel. Mach kein Mist. Ja. Da kommt Scheiße raus. Alter, nein, komm, da mach kein Mist. Die Framerate sinkt wieder ab. Ja, halt dich fest. Perfekt. Wo müssen wir jetzt hin? Okay, da ist Schokolade. Also das Geld kriegen wir noch nicht, kann ich schon mal spoilern. Anscheinend müssen wir... Es ist schwer zu sagen. Also ich weiß, wo es lang ging, glaube ich, nochmal, aber... ja. Hoch. Oder nein. Hä? Ah, hier runter. Ja, hier war's. Hier fließt die Scheiße richtig im Ranzen runter. Ich will nicht wissen, wo hier herkommt. Oh oh. Ah, right, don't see any poo here. Oh, hey, excuse me, hello. Yeah, you. Friendly type. I'm looking for some poo. I know it sounds pretty strange, but... Oh. Red. Red. I don't like red. I hate red. Go away. Whoa. Take it, he doesn't like red. Well, I don't see anything red around. Oh. Here we go again. Er merkt jetzt selber, dass er rot ist. Solche Rassisten immer. Nur weil ich rot bin. Ups. Diese Rinne ist... was ist das für ein Wasser? Das ist nicht mehr Wasser, denke ich mal. Das ist perverse Tunke. Und er hasst rot und immer wenn er jedes Mal uns sieht, dann will er uns töten. Und nun ja. Zusammenfassung, wo müssen wir hin? Da rollen Scheißbälle runter. Das heißt, wir spielen ein bisschen Mario und Donkey Kong. Bloß, dass es kein Donkey Kong gibt, der Knödel schmeißt, sondern das ist ein... Oh, das ist eine Herausforderung für uns hier. Komm, komm, da, mach mich schlapp. Ui, das war knapp. Man kann, glaube ich, nicht auf... Oh, der war knapp, der war knapp. Hä, sollen wir hier hochkommen? Leute, ich würde gerne wissen, wie man hochkommt. Au! Oh, aua. Diese Kackerklumpen. Man rutscht hier zurück. Wie kommt man hier bitte hoch? Ah, so, okay. Und wir sollen nach da gehen. Machen wir doch gleich. Und es kommt Pflaumensaft raus. Ja, Pflaumensaft hat eine unschöne Angewohnheit. Now logic would denote that something that drinks that is gonna get the screaming squid. Hmm. Ah, that looks distinctly like a target. And there we have the ball. Yes, I think I get it. Was ist denn das für eine komische Aufgabe, bitte? Zusammengefasst, aber es ist Pflaumensaft rauskommen. Von Pflaumensaft Saft scheißt man sehr kräftig. Ich mag auch keinen Pflaumensaft persönlich, muss ich sagen. Und wir müssen jetzt mit diesem hübschen Stier hier
ein bisschen Stierkampf spielen. Oh, oh, oh. Wow. Mit lustiger Musik. Ah, wir sind in Locken. Komm her, Stier. Oh! Und was kommt raus? Eine Kuh. This looks like it needs a little bit more hands-on control. He's a bit of a wild one. That time again, is it? Oh, I see Boogaloo's is out here again. There's a nice little patch of little bits of grass. Moo.